Dies ist die Fassung mit Audiodeskription, also mit gesprochener Beschreibung visueller Inhalte des DFG-Films Vorurteilsfreie Begutachtung. Frau Professorin Alexandra Maria Klein, Professorin für Naturschutz und Landschaftsökologie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, geht eine Straße entlang. Umschnitt zu Frau Professorin Marilyn Martina Addo. Sie ist Professorin für Infektiologie, Institutsdirektorin und Leiterin der Sektion Infektiologie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Hier geht sie durch einen Flur des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin in Hamburg. Das Gebäude wirkt modern, der Flur ist nach beiden Seiten verglast. Sie ist auf dem Weg in ihr Büro. Umschnitt zu Herrn Professor Gerion Rudolf Fink. Er ist Professor für Neurologie an der Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln und geht einen weißen, nüchternen Flur des Universitätsklinikums Köln entlang. Er ist auf dem Weg zu einem Kollegen. Professor Fink sitzt zusammen mit einem Arzt an zwei Bildschirmen in einem wissenschaftlichen Büro. Sie schauen sich gemeinsam MRT-Aufnahmen eines Gehirns an und diskutieren darüber. Ein Universitätsgewächshaus. Dort stehen zahlreiche blühende exotische Pflanzen. Professorin Alexandra Maria Klein trägt eine spezielle Lupenbrille, mit der sie die Pflanzen genauer untersuchen kann. Das Büro von Professor Gerion Fink. Er sitzt an seinem Schreibtisch. Im Hintergrund sieht man auf einem Bildschirm MRT-Aufnahmen eines Gehirns. Vor ihm steht ein geöffneter Laptop. Daneben liegen mehrere gebundene Anträge, die er begutachtet. Mit bunten Zettelchen wurden wichtige Stellen markiert. Als Gutachtende haben wir viel Verantwortung. Man entscheidet darüber, ob ein wissenschaftliches Projekt stattfindet oder nicht. Man entscheidet auch über Karrierewege. Und deswegen ist es so wichtig, sich immer wieder auch mit dem Thema Vorurteil oder auch einfach nur Einstellungen, die man hat, zu beschäftigen. Zurück zu Professorin Klein. Sie läuft durch das Gewächshaus mit exotischen Pflanzen. Professorin Alexandra Maria Klein unterhält sich mit Professor Gerion Fink. Beide nicken im Gespräch. Man scheint sich einig. Voreingenommen gegenüber einem bestimmten Stereotyp zu sein, gegenüber dem Geschlecht, gegenüber der Herkunft. Das darf auf keinen Fall sein, weil dann bekommen wir eine Ungerechtigkeit rein. Das helle Büro von Frau Professorin Addo am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Sie sitzt dort an ihrem Schreibtisch vor einem Computer. Auf einem Zettel macht sie sich Notizen. Die Szene endet damit, dass Frau Professorin Addo am Schreibtisch sitzend in ihren Computer schaut. Und das ist eine große Herausforderung. Das ist ja auch manchmal unbequem und es erfordert ein Umdenken. Es erfordert wahrscheinlich auch eine Änderung der Kultur. Und das ist ja immer ein anstrengender Prozess. Ein gemaltes Porträt von einer jungen weißen Frau mit blauem Turban und bunten Kleidern erscheint. Es wird übermalt von zwei weiteren nebeneinander stehenden Porträts. Das linke zeigt einen Mann mit asiatisch lesbaren Gesichtszügen. Er trägt Hemd und Brille, die schwarzen Haare und der kurze Bart enthalten graue Strähnen. Das rechte Porträt zeigt eine schwarze Frau mit geblümter Bluse, beigem Bubikragen und Brille. Ihre schwarzen Haare sind nach hinten gekämmt und hochgesteckt. Beide Porträts wirken sehr lebensecht, sind aber offensichtlich keine Fotos. Die zwei Bilder werden kurz darauf von weiteren Porträts übermalt, diese ebenfalls, und so setzt sich die Reihe weiter fort. Alle weiteren Porträts zeigen Menschen mit Unterschieden im Hinblick auf Geschlecht, Alter, Hautfarbe, Gesichts- und Körperform, teilweise mit sichtbaren Behinderungen. Die jeweilige Bekleidung ist sehr unterschiedlich und kann auch als Zugehörigkeit zu verschiedenen Kulturen oder sogar Religionen interpretiert werden. Diese Porträts wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt. Keines der Bilder zeigt eine reale Person. Und trotzdem erscheinen sie uns unterschiedlich sympathisch oder kompetent. Der Bildwechsel hält bei einem der Bilder, einem Mann, inne. Die rechte Hälfte des Gesichts wird ersetzt durch ein Frauengesicht. Weitere mit künstlicher Intelligenz generierte Bilder erscheinen. Es werden immer mehr und kleinere Porträts, die schräg durchschnitten sind. So entsteht ein ganzes Kaleidoskop an Porträts, bei dem irgendwann der Fokus auf einzelne Porträts verloren geht, da diese mit steigender Anzahl der Porträts in der Darstellung sehr klein werden. Am Ende ist nur noch ein buntes Gesamtbild sehr vieler verschiedener Personen als bildschirmfüllende Darstellung vorhanden. Unser Denken ist geprägt von automatisierten Urteilsprozessen und greift dabei auch auf Vorurteile zurück, um alltäglich in Höchstgeschwindigkeit entscheiden zu können. Die kaleidoskopartigen Bilder werden verzerrt und dunkelgrün-grau übermalt. Das Wort Bias erscheint in einem weißen Kreis. Der Kreis um Bias wird zu einer Lupe. Zwei stilisierte Dokumente tauchen auf denen Leistungen und Projekte steht. Die Lupe fährt über diese Dokumente, durch die Lupe erscheinen sie verzerrt.
Dadurch können Verzerrungen entstehen, die auch in die Beurteilung von wissenschaftlichen Projekten oder Leistungen gelangen können. Die Verzerrungen lassen nach, die Dokumente verschwinden. Um Entscheidungen chancengerecht und wissenschaftsgeleitet zu treffen, müssen solche Verzerrungen so weit wie möglich vermieden werden. Es erscheint der Text, keine Person darf wegen wissenschaftsfremder Faktoren an einer wissenschaftlichen Karriere gehindert werden. Die Ausdrücke wissenschaftsfremder Faktoren und wissenschaftlichen Karriere werden unterstrichen. Der Text verschwindet. Es erscheint eine Zeichnung von 5 stilisierten Personen. Über jedem Kopf ein stilisiertes Auge. Die Figuren sind in Weiß und Grau unterschiedlich markiert und gemustert. Sie stehen für die Vielfalt von Personen und die über jede Figur gesetzten stilisierten Augen stehen für die Vielfalt von deren Blickwinkeln, Perspektiven und Erfahrungen. Die DFG vertritt die Position, dass die Vielfalt von Perspektiven und Erfahrungen die wissenschaftliche Qualität deutlich erhöhen kann. Die Figuren wandeln sich zu Sternen mit dem jeweiligen Muster. Die Sterne drehen sich umeinander und werden zu wirbelnden Punkten, die sich zu dem Logo der DFG Chancengleichheit formieren. Das Logo stellt mehrere Punkte dar, die von einer Mitte ausgehend strahlenförmig nach außen größer werden. Daneben steht der Schriftzug DFG Chancengleichheit. Zu den Effekten von Vorurteilen gibt es zahlreiche Studien. Vor einem gelb-roten Hintergrund erscheinen in Reihen zahlreiche stilisierte Dokumente mit angedeuteten Tabellen, Schaubildern und Texten, die zahlreiche Studien darstellen sollen. Über diese Dokumente bewegen sich Lupen, durch die Dokumente jedoch nicht verzerrt erscheinen. Huber et al. Zeigten am Beispiel einer verhaltensökonomischen Zeitschrift, dass die Prominenz von Autoren die Bewertung im Peer Review beeinflussen kann. So bewerteten Gutachtende identische Manuskripte verschieden, je nachdem, von wem sie stammten. Es erscheint eine Grafik mit der Überschrift Renommee als Vorteil im Peer Review. Darunter zeigt ein Balkendiagramm, dass in einem Peer Review Verfahren identische Manuskripte mit erfundenen unterschiedlichen Informationen zu den Autoren, alle männlich, verschieden bewertet und zur Annahme empfohlen wurden. Mit jeweils 77% Zustimmung für einen prominenten Autor, 52% Empfehlung bei anonymisierten Autoren und 35% Empfehlung bei einem unbekannten, namentlich genannten Autor. Mit einer Fußnote wird in dieser und in den nachfolgenden 3 Grafiken auf die Quelle der jeweiligen Studie verwiesen. Murray et al. Konnten für die Aufforderung zur Volleinreichung von Artikeln in einer biowissenschaftlichen Zeitschrift zeigen, dass die Akzeptanzraten höher waren, je mehr Homogenität zwischen den Einreichenden und den Gutachtenden bestand. Es erscheint eine zweite Grafik mit der Überschrift Gemeinsamkeiten als Vorteil im Peer Review. Das Schaubild zeigt eine US-amerikanische, eine deutsche und eine chinesische Flagge. Diese stehen jeweils für das Herkunftsland von wissenschaftlichen Autorinnen und Autoren. Prozentangaben und entsprechende Balken zeigen, dass je mehr Homogenität zwischen den Einreichenden und den Gutachtenden bestand, zum Beispiel in Hinsicht auf Geschlecht und demografische Merkmale, desto höher waren die Akzeptanzraten. Für amerikanische Forschende sind es 39,2%, für deutsche Forschende 29,3% und für chinesische Forschende lediglich 12,6%. Turrentine et al. Haben für US-amerikanische Empfehlungsschreiben in der Chirurgie herausgefunden, dass Adjektive zur Beschreibung der Bewerberinnen und Bewerber geschlechtsspezifische Stereotype widerspiegelten. Es erscheint eine dritte Grafik mit der Überschrift Stereotype in Empfehlungsschreiben. Die Grafik zeigt geschlechtsspezifisch verwendete Begriffe auf 2 gegenüberliegenden Seiten. Bei der männlichen Bewerberseite taucht das Wort exceptional auf, dazu das Symbol eines Sterns. Bei der weiblichen Bewerberinnenseite die Wörter hardworking und delightful, beide mit einem Händeschütteln-Symbol versehen. Lippens et al. Fanden in ihrer Analyse englischsprachiger Studien, dass Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen sowie Menschen, die als ethnisch fremd erkennbar waren, deutlich seltener positive Antworten auf ihre Bewerbungen erhielten. Es erscheint eine vierte Grafik mit der Überschrift Unterschiede als Nachteil bei Bewerbungsverfahren. Das Schaubild zeigt symbolhaft einen Menschen im Rollstuhl, 2 ältere Leute sowie Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe. Prozentzahlen zeigen an, dass Menschen mit Behinderung 41% weniger positive Rückmeldungen auf ihre Bewerbungen erhielten. Ältere Menschen 31% weniger und als ethnisch fremd gelesene Personen 37% weniger. Wechsel von der abstrakten Darstellung von Studienergebnissen in eine reale Szene. Frau Professorin Addo sitzt an ihrem Schreibtisch und schaut sich auf dem Bildschirm ihres Computers die zuvor erwähnten Studien und Grafiken an. Auf einem zweiten Bildschirm ist die Webseite der DFG zum Thema Chancengleichheit und Diversität geöffnet. Sie markiert mit einem roten Stift Textstellen in einem auf dem Schreibtisch liegenden Dokument.
Wenn man sich die Studien anschaut, ist es schon schockierend, wie im Peer-Review-Prozess, bei Paper-Begutachtungen doch Bias eine große Rolle spielt und den man auch messen kann. Umschnitt zu Frau Professorin Klein, die an einem Tisch vor einer blauen Wand mit gerahmten Fotos sitzt und ihren Laptop öffnet. Sie tippt auf dem Laptop ihr wissenschaftliches Gutachten in das Eingabefeld des elektronischen Antragsbearbeitungsportals der DFG und macht sich handschriftliche Notizen in einem Notizbuch. Also ich muss unabhängig begutachten und das ist gar nicht so einfach. Auch wenn ich die Namen ausblende, mir sie vielleicht gar nicht anschaue. Wenn ich mich auskenne, lese ich oft in meiner Disziplin zwischen den Zeilen, wer ist das? Ist das ein Mann? Ist das eine Frau? Kommt sie aus Deutschland? Kommt sie von woanders? Das muss man einfach immer im Blick haben. Frau Professorin Klein läuft im Institut eine Treppe herunter. Nun befindet sie sich in einem Labor und schaut, in einem Laborkittel gekleidet, durch ein Mikroskop. Professor Gerion Rudolf Fink im Interview. Man sieht ihn von hinten, wie er durch einen Flur im Universitätsklinikum Köln geht. Er ist auf dem Weg zu einer Gruppenbegutachtungssituation. In einer Bibliothek sind mehrere Tafeln mit wissenschaftlichen Postern in einem Halbkreis aufgestellt. An den Postern steht eine Gruppe aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verschiedener Karrierestufen, die gemeinsam mit Professor Fink über die auf den Postern dargestellten wissenschaftlichen Vorhaben diskutieren. Insofern glaube ich, ist ganz wichtig, dass die Gutachtenden sich Zeit nehmen, um auch wirklich zu reflektieren. Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch zu schulen, dafür ein Bewusstsein zu schaffen, dass die Gutachtenden auf sich selber achten, aber auch in der Begutachtungssituation mit anderen darauf achten, dass eben die Wissenschaft beurteilt wird. Detailansicht auf ein Poster. Eine Hand zeigt auf Diagramme und Bilder von einem Versuchsaufbau mit englischen Fachbegriffen. Professorin Alexandra Maria Klein. Sie sagt in die Kamera: Also erstmal brauche ich ganz, ganz klare Richtlinien und die habe ich vorliegen. Und ich muss mich auch hinterfragen, mache ich das richtig? Gehe ich noch in Richtung der Richtlinien oder weiche ich davon ab? Sie scrollt auf ihrem Laptop durch die DFG-Webseite zu Chancengleichheit und Diversität. Parallel dazu blättert sie durch einen Antrag, den sie begutachtet. Sie macht sich handschriftliche Notizen auf Englisch in ihr Notizbuch. Professorin Marilyn Martina Addo. Sie sagt in die Kamera: Was auch noch wichtig ist, ist, dass man sich wirklich fokussiert auf das, was in den Antragsdokumenten vorliegt. Die Begutachtung und Bewertung soll ausschließlich auf der Grundlage der Antragsdokumente gefällt werden. Professorin Addo geht im Außenbereich in warmer Straßenkleidung mit dicker Jacke und Schal auf den Haupteingang des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin in Hamburg zu, steigt eine Treppe hoch und betritt das Backsteingebäude durch eine Glastür. In ihrer Hand hält sie dabei einen roten Hefter. Sie ist auf dem Weg zu einem Gespräch mit Kolleginnen. Zusammen mit zwei Kolleginnen sitzt Professorin Addo an einem Schreibtisch in ihrem Büro. Sie diskutieren und machen sich Notizen. Zur exzellenten Wissenschaft gehört Diversity und Gleichstellung dazu. Sich des Themas Bias gewahr zu werden, ist ein Schritt, um auch dieses Ziel besser zu erreichen. Frau Professorin Marilyn Martina Addo wird noch einmal in einem Innenraum frontal gezeigt. Dann geht sie wieder in dicker Jacke eine Straße entlang. Im Hintergrund ist die Hamburger Elbphilharmonie zu sehen. Das Bild wird dunkelgrün übermalt. Es erscheint der Schriftzug mehr dazu auf www.dfg.de/bias. Darunter das Logo der DFG. Der Film endet mit dem Outro der DFG. Zu sehen sind neben dem Logo der DFG die URL www.dfg.de und die Logos von Twitter, Instagram, YouTube und Mastodon.